Hallo zusammen und herzlich willkommen hier bei einem kleinen neuen Special-Projekt. Es wurde sich von einer einzigsten Person gewünscht und wir spielen Hello Kitty Online. Es wird spannend, es wird actiongeladen, es wird einfach nur pink. Ja, oder sowas in der Art. Wir haben hier unseren Charakter, den Cajun, und wir starten jetzt in das pinke Vergnügen. Das Ganze wird wahrscheinlich ungefähr 2 Folgen lang werden. Wir werden den größten Monstern auf Erden begegnen. Wir werden die schwierigsten Quests lösen. Und wir werden uns hier einfach mal die erste Quest anschauen. Hallo, hallo, bla 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 bla. Aha, ich liebe es so ein Denglisch, weißt du, alles Deutsch und dann englische Texte und wieder Deutsch. Wir sollen dem Policeman speaken. Ja, die Quest, ob wir die lösen können? Ich probier's. Wir gehen direkt zum Policeman. Wir sollen nicht so schnell laufen. Wir können ja geblitzt werden, ne? Wissen wir ja alle. Und er hat eine neue Quest für uns. Er heißt uns recht herzlich willkommen in Dream Carnival. Check. So. Jetzt gehen wir doch hier einfach mal weiter und haben einen Roboter, ein Tricky Woo und ein Hallo, ihr hässlichen Zeppelins, könnt ihr mal bitte wegfliegen? Danke. Und ein Bun-Bun. Dann klicken wir das Bun-Bun an. Hoppity, hopp hopp. I'm Gordian Bun-Bun. Wollen wir den? Na komm, wir nehmen jetzt den Bun-Bun. Oh, it's look like. Blablabla. So, jetzt haben wir einen Pun-Pun. Und jetzt Dream Constructor oder Boar Constructor Foreman. Wir nehmen den Dream Constructor. Oh, ein neuer Besucher. Sprich nochmal mit mir und ich gebe dir ein Geschenk. Talk to Dream Constructor. Hey, jetzt redet er wieder eng. Was ist das denn für eine Scheiße? Naja, okay. Weiter. Bla, 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 bla. Talk to Dream Constructor. Ja, haben wir gemacht. So. Du hast einen Gegenstand bekommen. Dream Fragment. Haben wir ein Inventar? Ja, wir haben 20 Dream Fragments. Und wir haben 80 Kitty Dollar. Oder whatever. Und jetzt gehen wir zu den anderen Constructor. Okay, nochmal mit ihm. Oh, let's games begin. Haben wir jetzt ganz ehrlich, ich verstehe das Spiel nicht. Es ist so komplex. Aber umso komplexer, umso gefährlicher. Übrigens, warum ich das spiele, es ging auch um eine Wette, dass ich es nicht länger als 2 Folgen aushalte. Am liebsten würde ich jetzt wieder ausmachen. Es ist so dumm. Es ist einfach nur so dumm. Aber es ist ja auch wahrscheinlich nicht meine Zielgruppe. Also ich bin nicht die Zielgruppe des Spiels. Deswegen... What? Hanemanos, Monomakomahos. Hauptproblem, machen wir einfach. 7. Durch. Alles richtig. Ah, wir müssen rechnen. Plus. 8 mal. Minus. Alle.
Nuss. Oh. Ups. Oh. Klammer 49 plus. Hab ich überhaupt einen Zeitdruck? Ah ja, ich hab hier oben einen Zeitdruck. Sind wir bei. Was sind wir da? 90, 100, 108, glaube ich. Minus. Minus. Ich rate übrigens, ne? Ich rechne jetzt nicht. Ich habe eine Score von 700. Ja, schön, schön. Ja. Let's try again. Warum? Nee, ich will nicht. Wie muss ich denn da erreichen? 40 durch 8 51 plus 9 mal 5 56 minus 6 84 plus 72 93 minus 64 72 plus 72. 11 und 11 sind 22 mal 5. 95. 125. 100. 30. 16 plus 4 sind 20. Time's up. 4 sind 5. Jetzt haben wir die Quest erlöst. Ja, wir haben es. Wir sind so gut. Wir sind so gut. So. Es ist jede Menge Post. Okay, jetzt müssen wir. Little Twin Stars. Aha, Pfeil oder Maus? Ich will Maus. Ah, okay, 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 okay. Ready? Difficulty 1. Wir sind so gut. Oh Gott, das war ein Fehler. Der hat zu schnell geklickt. Oh, mein Headset ist voll laut. Bombenlaut. Okay, jetzt. Ich hab mega geleckt gerade. Entschuldigung. Das ist einfach krass für mein PC. Das ist mal bald zu Ende. Das. Mal gucken, was das für ein Mini-Game ist. One Derby. Okay, okay, okay. Nicht.
Gott, das ist ja wirklich schon fast. Fast schon was mit Skill zu tun. Auch nur fast. So, na dann wollen wir mal klicken. Klicken. Ja, das ist klar jetzt. Ich das nicht klar, weil ich auf dem Alter gespielt habe. Bis zur Sonne und weiter. So. Und the next one da. Zack. Drei von uns erwischt. Come on. So, dann wollen wir mal die Stadt verlassen, würde ich sagen. Yes. Wir wollen jetzt zu Dream Carnival. Ah, bla, mit Freunden. Ich brauche keine, wir haben keine Freunde. Jo, ich reise einfach mal. Ich weiß noch nicht wohin, aber. Oh, da ist Kiki. Da ist mein Gaunier. Und da ist eine neue Quest. Oh, es sind so viele Quests. Freunde, so viele. Happy Farming. Dankeschön. Hier haben wir eigentlich schon. Ich brauche kein Tutorial. Verdammt, ich bin Pro Gamer, Alter. Gibt's ja eigentlich auch sowas wie ein Charakterfenster? Da. Boah, ist das pink. Boah. Holla, die Waldfee, wollte ich gerade mal sagen. Werkzeug zum Pflanzen, Werkzeug zum Sammeln, Werkzeug zum Holzfällen, Werkzeug für Bergbau. Das heißt, wir müssen eigentlich hier mal gerade voll krass gucken, ob wir irgendwo hier rauskommen. Was mache ich jetzt? Ich lasse jetzt einfach mal alles liegen und gehe jetzt mal hier aus der Stadt hinaus. Und suche mir irgendwas zum Craften. Ich habe jetzt Bock, was abzubauen. Das muss es doch hier irgendwo geben. Ja. Gemischtwarenhändler, Lala. Und wir laufen weiter. Wir können ja mal die Map aufmachen. Welt. Geht nicht. Geil. Ist ja nicht so, dass wir eine Weltkarte nicht bräuchten. Aber hier ist eine neue Quest. Die können wir natürlich auch annehmen. In dem Spiel. Ich werde Hello Kitty Pro Gamer. Ich glaube, das mache ich als Beruf. Ab sofort. Hello Kitty Pro Gamer.
So, jetzt sind wir hier in irgendeiner Sackgasse gelandet. Und ich will doch aber... Nee, nicht schon wieder. Ich will doch nur craften oder sowas. Irgendwie muss es doch das gehen. Mal immerhin, wenn ich I, nee, C drücke, dann habe ich doch hier Werkzeug zum Pflanzen. Ich habe sogar Fähigkeiten zum Pflanzen. Ich habe sogar nicht von das Haustier. Produktion. Oh, ich kann sogar... So voll komplex, Freunde. Und wahrscheinlich werden mich jetzt alle Hello Kitty-Anhänger Viech Flame und sagen, boah, was bist denn du für einer? Aber mal ganz ehrlich. Nee, no way. No way, das ist... Mm. To enter area state? Nee. Areas... Na, okay, das ist also alles... Nicht das, was wir suchen. Wir suchen die Möglichkeit, hier aus der Stadt rauszukommen. Wir wollen in keine Arena oder irgendwas anderem. Wir wollen raus. Und da ja unsere Weltkarte nicht geht, muss ich mir da irgendwie den Weg anders hier raussuchen. Aber wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Übrigens habe ich mich gerade spontan dazu entschieden, das alles in einer Folge abzuhandeln. Ich habe nämlich keine Lust auf irgendwelche Cuts. Boah, wir haben schon wieder bestimmt 200 Kitty-Dollar. Ich nenne sie da mal Kitty-Dollar. Ja, schon wieder. Das ist ein ganz großes Pikachu, so wie es aussieht. So ein bisschen. Nicht ganz. Tut mir leid. Ich weiß ehrlich gesagt gerade gar nicht. Ich gehe zu diesem Teleporter, den wir da gerade hatten. Und guck mal, ob uns der da irgendwo hinbringt. Weil ich gerade null Ahnung habe, wo ich hin muss. Was ich machen muss. Geschweige denn. Ja, ne? So. Sind wir doch hier schon wieder in... Vielleicht geht es da irgendwo anders raus. Ich gehe jetzt nochmal rein. In die Area. Ah, hier ist ein Port. Oh ja, da geht's zum Harbor. Are you so? I am very so. In-game-Szene. Hello, Kitty. Once upon a time, in a place close to here, a merry band of players brought you joy and good cheer. Into your dreams they crept, invading your sleep as you slept. In those dreams, it seems, you raced off into space to a magical place. And there, in that place, right in front of your face, you stood agape at a familiar, comforting shape. But sad and depressed was that shape you knew best. She tried not to cry, but said she didn't know why. Her friends were in danger, put in a deep sleep by a stranger. You said, don't be afraid, I'll come to your aid. But just as you feared, the shape disappeared. There wasn't a trace in this new magical place. You soon understand you're in Kingdom Sanrio Land. Kitty's friends you adore tell you what to look for. Find magical keys to get them out of their sleep. A return's what you're after, to songs, fun, and laughter. So now you know how. Your adventure starts now. Oh, wir finden Hello Kitty. Der Policeman hat da irgendwas. Oh, anderen zu helfen ist ganz toll, aber ich will das nicht. Wo sind wir denn jetzt in welcher? Jetzt ist vor allen Dingen plötzlich alles schon wieder deutsch. Wir haben Klamotten, haben wir jetzt gerade Klamotten bekommen? Die haben wir nicht. Haben wir jetzt hier Gegner? Ich will Gegner töten. Da, eine Pflanze. Wow. Ist das Hardcore? Guckt euch das an. Jetzt haben wir gerade irgendwas geerntet. Da was zum Ernten. Da was zum Ernten.
hast einen Gegenstand erhalten. Boah, wir sind die Geilsten, ich sag's euch. Komm, wir gehen jetzt hier erstmal alles abpflücken. Und dann drehen wir uns da aus der Tüte. Natürlich zum Tragen, natürlich so eine Tüte. Eine Einkaufstüte. Ah, was ich ja schon wieder gedenkt habe. Merkt ihr, ich werde schon ganz vorpubertär, wenn ich das Spiel noch spiele. Das bringt mich in einen Level 2 Gegner. Oh, komm, Angriff. Und es macht einfach viel zu viel Schaden. Wir wären jetzt fast tot gewesen. Aber warum haben wir denn auch keine Waffe? Das ist voll unfair. Sich noch ein paar Schamrocke lernen. Wenn ich schon die Level 2 Gegner nicht angreifen darf. Haben wir eine Aufgabe. Welcome to Sanrio Land. Sprich mit Sora. Ja, wo ist denn Sora? Komm, wir gehen uns jetzt mal Sora suchen. Who the fuck is Sora? Sora, wo ist Sora? Das ist der Port. Zum Port wollen wir jetzt gerade nicht. Wir wollen zu Sora. Was ist denn das für einer da? Kann man sich die Info angucken? Rostlings. Es gibt tatsächlich Menschen, die spielen das Spiel so weit, dass die so aussehen. Dass die einfach mal ein Item Level 14 haben, Item Level 30 und höher. Hut ab vor den Leuten. Vielleicht ist, nee, da ist bestimmt Sora nicht drin. Jetzt müssen wir erstmal, vielleicht gibt es ja jetzt eine Weltkarte. Es gibt eine Weltkarte. Aber, okay, so funktioniert es. Aber er sagt, kein blassen Schirm, wo Sora ist. Ist aber auch nicht so schlimm. Wir finden es trotzdem. Wir sind ja Hello Kitty Pro Game. Das möchte ich jetzt mal sagen. Probieren wir mal Starbeam anzugreifen. Selbst die machen so einen Haufen Schaden. Ist mir jetzt kam eine Fehlermeldung, weil wir gestorben sind. Wir werden einfach zu ihm basen. Man kann uns nicht umbringen, nein. Wir werden einfach in die Stadt teleportiert, bevor wir sterben. Und da ich Sora immer noch nicht finde, steht da was in dem Aufgabentext drin. Willkommen, bitte geht doch zu Sora und besorgt die trockene Kleidung. Sora befindet sich im Südwesten von Sanrio Harbor. Südwesten. So. Bin ich mal gespannt, wo hier der Südwesten ist. Bei mir wäre der nämlich schon längst da unten. Wir können ja einfach mal jetzt da rausgehen und jetzt nach da laufen. Ohne die Gegner anzugreifen, sondern einfach nur laufen. Kling, lassen die Starbeams da mal in Ruhe. Und hoffen, dass wir hier unten irgendwann Sora finden. Bump! Da sind so viele Gegner, wir können gar nichts machen. Voll schwer die Quest. Ich finde einfach mal Sora nicht. Kapi. Ja, Kapi. Und die olympische Flagge. Feuer. Flagge. Und ein Digimon. Und noch mehr Feuer? Aber weit und breit. Nichts von Sora. Das ist einfach zu krass für mich. Ich finde diese scheiß Sora nicht. Aber hey. Wer weiß, wer sich noch
auch so schlecht angestellt hat. Oder die, die es wirklich spielen wollen. Die spoilere ich in dem Fall dann jetzt nicht, weil ich Sora einfach mal nicht finde. Ich gehe jetzt da einfach mal rein. In diesen Express. Und guck mal, hier drin Sora. Und hier sind mal die Trades. Die Züge. Und die Züge sind sehr interessant, weil die Züge sind interessanter als das Spiel. Denn wer mag keine Züge? Ich mag Züge. So, da ich Sora immer noch nicht gefunden habe, suche ich einfach weiter. Weil es kann ja nicht sein, dass ich das Spiel nicht, dass ich Sora nicht finde. Vielleicht möchte ich auch einfach ein paar Minigames spielen. Minigames sind toll. Ich möchte ein paar Minigames. Hallo, ich möchte ein paar Minigames spielen. Ich möchte kein Flash-Game spielen. Ich möchte... Ich möchte Hello Kitty Blocks spielen. Ich will nicht mehr. Freunde, wir finden zwar die erste Quest nicht, um uns auszustatten, aber wir sind trotzdem einfach Gangster, weil wir haben echt tatsächlich fast 30 Minuten, wir haben 30 Minuten Hello Kitty online gespielt. Ich möchte natürlich nochmal sagen, alles, was ich bisher erzählt habe über das Spiel, ist entstanden in meiner Euphorie, in meinem Freudentaumeln, dass ich es spielen darf. Es ist weder abwertend, noch irgendwie möchte ich hier irgendjemanden bloßstellen. Nur nochmal so als Anmerkung, ne? Ich bin ein ganz großer Hello Kitty-Fan. So. Und ich hoffe natürlich, ihr guckt auch meine anderen Videos, denn die sind teilweise mit mehr Ernst gemacht. Und ich hoffe, Sandra, du hattest Spaß dabei. Ich hoffe, du hast auch bis zum Ende geguckt, damit du das jetzt hier hörst. Und ja, ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet zu einem neuen, anderen Projekt.
Vielleicht suche ich mir mal wieder so ein Spiel raus, was einfach nur toll ist. Und ich verabschiede mich damit mit einem ganz einfachen Tschüss.